Ja, sie wollen, beziehungsweise viele wollen sich schon lange das symbolische Ja-Wort geben. Aber wegen der Pandemie kam alles anders und die Traumhochzeit vieler dieser Paare wurde abgesagt oder verschoben. Nun kommen etwa 500 von ihnen in diesem New Yorker Park zusammen, um gemeinsam die Zeremonie doch noch zu feiern. Unsere Hochzeit wurde wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben. Und wir haben uns hier im Nicklin Center verlobt. Dies ist also ein ganz besonderer Ort für uns. Ein Ort, an dem wir sehr viel Zeit verbringen. Hier schließt sich der Kreis. Die Paare gehören alle verschiedenen Konfessionen an. Bei der Zeremonie kommen deshalb sowohl ein Imam, ein Rabbiner als auch eine Pastorin zu Wort. Auch der Bürgermeister der US-Metropole gratuliert den Paaren. New York ist unbesiegbar. Nichts könnte jemals unseren Geist zerstören. Nichts könnte jemals unsere Liebe füreinander zerstören. Und nichts könnte die Liebe zu den Menschen zerstören, mit dem man sein ganzes Leben verbringen will. Organisiert wird die Feier von dem renommierten Kulturinstitut Lincoln Center. Trauen lassen können sich alle Paare, die durch die Pandemie getrennt waren oder deren Hochzeit durch sie ruiniert wurde. Doch auch andere Paare sind willkommen, wie diese zwei Frauen aus dem kanadischen Toronto, die bereits seit 2008 verheiratet sind. Es ist wichtig, vor allem, weil wir ein gleichgeschlechtliches Paar sind. Es ist wichtig für uns zu kommen, zu feiern und uns in der Öffentlichkeit zu zeigen, so viel wir können. Nachholbedarf gibt es nach 2 Jahren Pandemie und geschlossenen Veranstaltungsorten, auch unter der Disco-Kugel. Auf den Tanz mit Brautstrauß hatten sich schon viele gefreut.